bin ich für meinen Partner. Freiburg wird die Ausseite heute am Start, klar. Okay, das geht schon der Nächste. Du weißt genau meine Hirnbildung und wie eine Prezi. Hey, Freiburg ist so laut, davon kriege ich einen Gehörschaden. Guck mal die Leute, die hier alle wieder dasselbe Shirt tragen. Da ist der Topf drauf und das freut mich. Fühle mich, als wäre es 1992. Yes, yes, schau, Mann, das hast du wirklich gut gesehen. Aber jetzt werden die Typen hier nochmal nachgezählt. 1, 2, 3 bis zu 4. Leute, ihr seid hier, das ist schlimm, wenn ich im Boden ziehe. Jetzt sehe ich immer nochmal an, ich war schlecht in Mathe, man schlieg aber am Mikro, ja, da kling ich immer den krassesten Shit. Für alle Leute, die heute da sind, alle Arme hoch. Denn heute gibt es dicke Freestyle-Raps zum Abendbrot. Wir haben nachgezählt, das ist diese Scheiß, wenn ich hier Freestyle-Rappe. 1, 2, 3, 4, Blumentopf, 4er Platte. Jetzt wisst ihr Bescheid, wer heute hier am Start ist. Und ich glaub, dass das ein schöner Abend. Es ist die Viererkette, die Shirts, alle dasselbe. Ich komm als Spike, mein Shirt ist dasselbe. Das ist der Unterschied, ich kann da differenzieren. Du bist der von denen, erst am heftigsten transpiriert. Schau mein Shirt an, es ist eher grau-blau. Ja, der Watch hier ist nützlich, schlechter Hausfrau. Ich kann schlecht warten, hab der Mann von der Kunden hier Wäsche. Und ich weiß, Kacke, Daumen und Filterflow bin ich der Beste. Guck mal, er hat auch ein gelbes Shirt, das ahnte ich schon. Er weiß Bescheid, gelb ist ja auch Farbe der Saison. Gelb brauchst du immer, nicht nur auf der Bühne. Auch wenn die Blumen sind am Blühen. Okay, ich will jetzt erst einmal das Mikrofon stellen. Ihr zwei seid so retro, ihr seht aus wie zwei Telefonzellen. Die sind aus der Mode, ja, die gibt's nicht mehr. Werft die Hände hoch und schlägt sie einfach hin und her. Ey, was geht denn ab in Gelb? Schon zur Tour gekommen. Du weißt, da genau für mich wie bei Tour ohne Form. Du bist der Erste, bist ein Tappensieber. Roger am Mikrofon, ich bin ein Radfahrer, nein, ich quassel lieber. Du bist kein Radfahrer, die Zeit geht schnell, alles hat sich verändert. Die Telefonzellen sind Magenta. Oder wie auch immer man ihn nennt, diesen Farbton. Ich komm an das Mikro, hab von Thomas keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, während ich die Strophe rap. Wenn du ein Radfahrer wärst, schick dich nicht zum Doping-Test. Denn die sind alle gedopt, aber wir sind clean. Wollen uns beim Erziehen heute nur ein bisschen Respekt verdienen. Egal, aber ob am Maiko auf dem Rad, ich kick den Shit. Und wenn ich's nicht mehr kann, geh ich hier hinter und spritz mich mit. Genau so muss das sein, ich mach das hier für mein Ego. Schätz mal, was kostet bei mir dieses Ego? Ich weiß es nicht, ey. Ich lese mir den Scheiß durch. Da kennt ihr sich mit Doping noch aus in der Freiburg. Okay, wir waren auch so, der Reim ist gut. Aber das liegt eigentlich nur dem gottverdammten Eigenblut. Aber ich weiß, ich wollte nur einmal kurz hier reinrappen. Ich wollte dich auf keinen Fall hier mal unterbrechen. Ist nicht so schlimm, ich werde dich da nicht anschwärzen. Ich dachte nur, in Freiburg wäre die Stadt der Sportärzte. Da ist doch die Uni mit der Sportfakultät. Da wissen die doch ganz genau, wie das Doping geht. Die haben das Ding entwickelt, besser als DDR. Ich weiß, mit solchen Ärzten, da geht noch mehr. In Sachen Fitness, auch bei mir mit Muskelaufbau. Dann würde ich auch nicht so pussymäßig ausschauen. Da geht noch mehr, das Shirt wird gesprengt. Ich brauch diese Muskelberge, wenn ihr das denkt. Dann seid ihr leider falsch gewickelt, ist auch so cool. Ich guck mal, das Mikro, ich weiß, ich bin so oldschool. Ich meine, die Rapper waren da halbe Hemden, waren nicht den ganzen Tag nur am Gewichte stemmen. Und wir sind nicht am Gewichte stemmen, ich bin kein Muskelberg. Ich chill im Backstage mit meinem Wunderwerk. Oder was zum Laufen und ich sage es euch, Freiburg. Das beste Dopingmittel ist eine Weißwurst. Hey, so ist das, das ist für Doping sehr, sehr super. Egal ob Unterberg oder Erdnuss.